Willkommen zurück zu GTA San Andreas, der Definitive Edition auf der PlayStation 5. Wir sind hier beim Filmstudio. Ja, da gibt es auch solche Dinger, weil hier ein Sentinel stehen soll. Das steht da hinten, ne? Da ist ein Sentinel. Auf das du beim nächsten Mal offen bist, du Penner. Oh, hab ich einen Stern bekommen. So ein Caddy, interessant. Ja, ich bin jetzt hier für, ne? Was ist der Plan jetzt, ne? Nochmal kurz, um es nochmal aufzufrischen. Ich will jetzt das Auto abliefern in San Fierro. Dann hole ich mir die letzte optionale Freundin und gehe mit ihr auf ein Date. In der letzten Folge haben wir gerade ganze drei Freundinnen kennengelernt und gedatet. Und ja, warte kurz mal. Ja genau, und dann würde ich mich halt irgendwie in Richtung, in Richtung Talker, letzte Talker-Mission begeben, die dann auch nochmal sehnsüchtig erwartet wird von euch. Und ja, die dann halt machen, dann sind wir in Las Venturas so. Also nur noch den Weg finden, den besten Weg darüber finden, ne? Ja, da sind wir eigentlich auch schon direkt da, so, ne? Ja, oder den Remington, mal gucken, ob wir den heute noch holen. Ich habe eben gesagt, wir holen in diese Folge, aber mal gucken, wie es halt passt, zeitlich auch so, ne? Wir wollen jetzt in Las Venturas noch einige Dinge tun. Gucken wir mal. Ich habe gar nicht so viel, ist es auch gar nicht mehr. Oh gut. Oh Gott, muss aufpassen. Ich werde es nicht auflisten, was wir da noch machen können. Das habe ich schon oft genug getan. Und werde ich wahrscheinlich heute auch noch tun. Ich habe Durst, verdammt nochmal. Ich habe nichts getrunken. Trucker-Mission, keine Sorge, wir kommen heute noch zu dir. Hätte bei Minken, ja, der fährt halt irgendwie hier in Red County rum. Dann fahren wir geradeaus weiter und nehmen dann den Tunnel, dann sehen wir den auch mal. Und ich hoffe der Kran verarscht mich jetzt diesmal nicht. Das war schon so ein bisschen gruselig beim letzten Mal. Irgendwie so ein richtiger Storys-Tunnel, ne? Das sieht so richtig aus, als wäre er erst für San Andreas Stories eingefügt worden. Dunkel. Mach mal Licht an, Karl. Wo ist die neue Sentinel? Nee. Der wird schon nicht kaputt gehen. Ich bin gut. Also neuer, wenn er da quasi noch rumfährt, ne? Weil das ist dann recht wahrscheinlich, dass auch mal ein anderer Sentinel hier rumfährt. Wenn ich den selbst jetzt einbesitze. So, gehen wir mal durch. Und dann werden wir am Ende der Folge auf jeden Fall auf die Prozente gucken. Hat sich gestern jemand in RL gewünscht, dass ich das nochmal mache. War dieser jemand unbekannten Ursprungs? Gerade der die PS3-Version spielt. Und sogar auf 100%. Ich hab Angst vor dem. Ich hab Angst vor dem Kran. Oh, wie weit war der Sentinel? Schöne Schrotflinte auf jeden Fall. Wo hab ich die denn her? Ach Karl, ach Karl.
Vielleicht gibt es den Viereck-Trick so, ich glaube, der schützt dann nur vor Abrollen. Abrollen ist cool. Aber wenn er nicht mal das tut, ne? Ne, Laub. Was können wir denn da noch erwarten? Gut, wir müssen auf den Golfplatz. Der ist da unten. Da schillt unsere gute Krankenschwester. Übrigens auch Michelle. Ja, ist Michelle. Auf jeden Fall Barbara. Barbara. Die letzte Date-Person aus der letzten Folge. Die habe ich auch gar nicht gesagt, was die für eine 0% Belohnung hat. Wir können nicht mehr verhaftet werden. Also, wir können noch verhaftet werden, soweit, aber wir verlieren unsere Waffen auch kein Geld mehr. Und ja, Katie, zu der wir jetzt fahren, bei der, die hat das gleiche, nur halt mit Krankenhaus. Die Schilde irgendwo auf dem Minigolfplatz. Minigolfplatz auf dem Golfplatz. Gott, oh Gott! Kann ich weiterfahren? Okay, dann halt nicht. Komme ich da irgendwie raus, so? Da hinten. Da hinten ist er doch. Ist er das? Ne, das ist einfach nur eine Passantin. Genau, Schild hier. Hier? Ich glaube, die Frau hat sich mit Konkurrenz aufschalten. Na, irgendwo steht die hier. Da ist er. Sure, here go my number. Oh great, I'll call you later. Du tust du nicht, ich gehe zu dir. Katie setzt seine Fälle um, steht halt auch so, ne? Aber habe ich halt nicht so. 12 bis 24 Uhr. Was ist jetzt? Ich muss jetzt mal die spawnen, dann taucht da oben gleich ein Herz auf, genau. Dann gehen wir mal kurz auf ein Date mit ihr, ne? Und sie mag keine Küsse. Auch nicht mit Zunge. Ich mag Motorräder, die gute. Ich bin jetzt gerade aus Erinnerung eingefallen. Ich habe nicht nachgeschaut. Nee, nee. Und ich mag Diners so. Ich glaube, da gibt es jetzt hinter ihrem Haus direkt einen Laden, wo ich auch mal hingefahren bin. Ich habe sie auf dem Golfplatz getroffen. Da kann ich auch mit dem Golfcaddy abholen, so ganz ehrlich. Sollte ich mal nicht so haben. Noch hier übrigens wieder 50% Autoschlüssel und 100% Sanitäter-Outfit. Ich wollte gerade sagen, hey, ist voll gut, dass ich kann dann von hier aus auch dann direkt nach Las Venturas rüber, weil ich will nach, ne? Ihr wisst, wo ich hin will. Zur letzten Trucker-Mission. Genau, darunter gehen wir jetzt einfach mal mit ihr. War doch ein guter Stand, ne? Ich hab keinen Bock. Thank you, CJ. That was lovely. Take me home, love.
Ich frag mich, ob ich mit Mini irgendwo hingehen kann oder ob es auch einfach mit einem SM-Anzug-Date reicht. Ein SM-Date. Ja. Viel Spaß mit der Szene. Ich gehe mir kurz was zu trinken holen. Carl. Oh, Carl. DJ, you push my buttons, baby. Natürlich finden sie direkt ein Sentinel. Was bist du? Ein Fels. Ah ja, genau. Gut, dann fahren wir doch mal rüber. Boah, das ist ein weiter Weg, so. Ah, die nehmen wir jetzt auf uns. Wir hätten jetzt aber wirklich auch alles in Las Venturas geschoppt. Naja. Also halt natürlich das Fahrzeug ist, aber das ist so ein komplettes San Andreas Ding, ne? Das zählt nicht für San Fierro so. Ich hab gerade Las Venturas gesagt, ne? Mal gucken, ob ich dann, wenn ich die Trophäe habe, ein paar Freundinnen abschlachte. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist. Ich denke mal, ich stoße dabei auf reges Interesse. Aber lass es mich einfach mal wissen. So, na gut, ich wollte gleich da unten lang fahren. Ich sollte auch gleich runterfahren, auf jeden Fall. Na egal, halt sind wir hier. Naja, Trucker-Mission, ne? Berüchtigt. Und ich habe immer gesagt, ja, ist doch kein Problem, einfach hinfahren, so. Und das ist auch so meine Erinnerung, aber mal gucken, ne? Probleme können immer wieder auftreten. Auch neue Probleme, ne? Ich bin auch bekannt dafür, auf einmal neue Probleme zu haben. Ich bin auch bekannt dafür, euch Lachen zu zeigen, die ihr vorher noch nie in eurem Lieblingsspiel gesehen habt. Aber ich denke mal, die nächste Folge würde ich dann mit dem Remington starten. Weil ich glaube, wenn es dann gleich in Las Venturas will, dann bleibe ich da halt auch so, ne? Mache halt meine Sachen. Vielleicht nochmal Glücksspiel probieren. Vielleicht geht einfach nochmal ins Casino rein. Diesmal ist da jemand. Da war ja irgendwie an so einem Drehding keiner dran, ne? Vielleicht ist da jetzt der jemand. Und dann kann ich mir jetzt an so einem 100er Rad drehen. Ist ein bisschen früh abgebogen, aber ist okay, I guess. Nicht okay. Also so war es dann, Andreas, ne? Wenn man einfach hier mitten in der Pampa sein Auto verliert, da steht nicht irgendwie immer eins. Nö. Da hinten ist eine Straße. Und ihr so? Was macht ihr heute noch so? Das sind übrigens die Tage im Best-of erschienen, okay, letzte Woche mittlerweile, ne? Aber hey, schaut euch an, Kirschbech. Ich bin nicht so der beste Schneider, so, aber hey. Irgendwie muss man sich doch durch, 48 Videos, quälen. Gut, Norden. Norden ist keine Mission, übrigens. So. Ich habe ja gesagt, man bekommt für 50% die Schlüssel für den Bandito. Aber naja, der Bandito hat keine Tür, so, ne? Von daher braucht man dafür keinen Schlüssel.
So, weg da. Hochgrad. Los Santos Airport, alles klar. Ja, ich fahre jetzt einfach nur und lass mich da jetzt auch nicht irgendwie belästigen. Hallo? Weil ich habe wirklich nie was anderes gemacht. Bin einfach nur gleich so über die Straße gefahren, habe mir da keine Gedanken gemacht, das hat dann funktioniert so. Der Helikopter kann ein bisschen nerven, so, wenn er auf einmal auf einen ballert, so, aber na. Wir geben uns einfach mal Mühe, dass das nicht passiert, so. Wie auch immer man das halt beeinflussen kann, ne? Und halt immer so die Autos halt immer mal so ein bisschen abdrängen, so, ne? Hallo? Das spielt doch. Okay, das ist gerade ein bisschen nervig. Ihr seht mir schon fail, ne? Ich glaube, ihr hofft das auch, ne? So ein bisschen. Lass mich doch einfach in Ruhe. Kommt die denn jetzt her? Naja, ist ja 4 Sterne halt, ne? Dieser Druck. Ja, der Helikopter, der ist halt so ein bisschen ätzend. Und ich werde wirklich nicht fehlen, so, ne? Nachdem ich die ganze große Töne gespuckt habe, weil es ist halt so eine Sache, die ich halt auch einfach erwartet habe, ne? Dass ich fehle, so. Von daher. Erwartungshaltung generiert Ereignis, oder so. Ich muss zum Flughafen. Was? Oh Gott, Checkpoint. Warum darf ich die Mission nicht neu starten? Was bist du denn für ein Schmutzspiel? Hä? Warum darf ich denn die Mission nicht neu starten? Der kommt, tötet mich halt. Ja gut, es war doch klar, dass das passiert, ne? Meine Fresse, ey. Gut, das machen wir. Ich muss abregen, wir gehen in den Schießstand. Vier Runden, vier Waffen. Und die werden nach und nach freischalten. Damals im ersten, auf der ersten, wo wir nur die erste Insel hatten, konnten wir halt nur zwei Level machen. Mit Sanfiro haben wir den dritten Level freigeschaltet. Und jetzt wird Las Venturas den vierten Level. Man muss halt immer alle am Stück spielen. Von daher, ne. Ist das Verschwendung, das schon vorher zu machen. Hier ist übrigens eine Schutzweste. Aber brauchen wir jetzt halt auch überhaupt nicht. Kann ich mir einfach kaufen, so. Ich hab Geld. Ich bin richtig sauer, so. Vor allem, dass ich auch, wenn ich die Mission neu starte, überall gibt's Checkpoints, nur da nicht. Sind jetzt ein bisschen. Naja, haben die anderen Mission ja auch nicht, aber trotzdem. Wäre so ein bisschen angemessen gewesen.
Jede Runde als erster beenden. Na, genau so ist das hier. Gute Kamera. Zerstöre als erster 3 Ziele. Schutzgenauigkeit egal. Komm, laden nach. Wir müssen wirklich 12 Runden machen. Das ist so ein bisschen anstrengend. Auch die Pistole ist einfach die nervigste Waffe so. In der Runde werden sich viele auf den Spieler zubewegen. Der Stör hat erste 3 Ziele. Mann. Das war wirklich ein Punkttreffen, so. Nur bei ihrem ersten. Wundert sich scheiße, die Szene aber so scheiße. Naja, wir sind mit den anderen Waffen sogar besser. Noch schön nachladen. In dieser Runde wird es ein 1 hier geben. Die Gegner werden gleichzeitig auf das Ziel feuern. Jedes getroffene Element bringt einen Punkt. Keine Ahnung. Das kommt einfach eine fixe Anzahl an Objekten und die muss man halt besiegen. Ich glaube, die späteren Waffen werden sogar ein bisschen schwieriger. Das ist eine Herausforderung abgestanden, sehr schön. Was ist die Belohnung? Ich glaube, halber Preis im Ammunition. Okay. Jetzt. Das gleiche wie eben, nur halt mit der SMG. Geht schneller auf jeden Fall, finde ich gut. Manchmal, ne? Man muss halt wirklich diesen Punkt treffen, so. Manchmal, nicht immer, aber manchmal. So, drei bestanden. Ey, da kommt noch einer, okay. Macht es denn eigentlich einfacher, wenn die Gegner auf mich zugefahren kommen? Naja. Ziemlich laut, ne? Der hat Schießstand, ne? Ja, jetzt haben wir eins hier. So, das ist eigentlich.
Ja, das ist halt irgendwie, ne? Okay, ich habe 20 Punkte, okay. Beherrsch diese Waffe, versuch nun mit einer anderen. Ist halt wirklich von Vorteil, dass ich die schon gelevelt habe, ne? Das macht halt nochmal ein bisschen angenehmer. Die Schrotflinte könnte jetzt ein bisschen nervig sein, wobei, dieser muss ich dann theoretisch nicht nachladen, so, ne? Aber da schießen die jetzt auch ein bisschen besser, ne? Schon, dass es keine Minigun-Runde gibt. In GTA 5 gibt es da richtig viele. Aber es geht ja für drei Charaktere, das macht so ein bisschen nervig, wenn man die richtigen ganzen Lachen halt dreimal machen muss. So ein bisschen Überbetrieb, ne? Kingdom Hearts. Dass ich hier nicht nachladen muss, ist halt super, ne? Hallo, ne? Dö. Na komm. Ah ja, genau, Timer 1 hier. Na komm, jetzt sind die ein bisschen stabiler unterwegs. Oh, da muss ich jetzt aufpassen, Gegner 2. Okay, Gegner 1 hat gerade ein bisschen reingeballert. Okay, ich führe. Ba. Sehr schön. Na, jetzt zu guter Letzt noch die AK. Mit. Ich glaube, hier sollte ich nicht durchballern, den Irrer. Bedient ihr R2 eigentlich mit dem Zeigefinger oder mit dem Mittelfinger? Ich weiß nicht, eigentlich mit dem Mittelfinger. Mit dem Zeigefinger, einfach weil es halt, keine Ahnung, wie ich das für eine Schultertaste entscheide, wo es eigentlich besser wäre, halt vordere Schultertaste mit Zeige und hintere mit Ringfinger, ne? Mit Mittelfinger, aber irgendwie mache ich jetzt bald in der Regel mal mit Zeigefinger, weil ich mich einfach so angetrainiert habe vom Gebot an. Aber jetzt gerade mache ich mit dem rechten Zeigefinger. Mit dem Mittelfinger. Mit dem rechten Zeigefinger. Mit dem rechten Mittelfinger, so. Ach, und das war schon vorbei, sehr schön. Jetzt halt wieder mit einem Ziel für alle. Da würde ich jetzt einfach wieder durchballern, den Irrer. Das sind, glaube ich, die schwierigsten Runden. Also die leichtesten Runden auf jeden Fall SMG, so. Sehr schön.
Ich kann mir nicht die halbautomatische Pistole hier kaufen. Vollautomatische Schrotflinte. Warte hier. Pistolengewehr, Sturmgewehr. Das kann man ja im M4 kaufen. Dann machen wir das nochmal und leveln die. Have fun. Perfect for killing. Pure and simple. The choice of the professional. Hope you kick some ass. Wise choice, sir. Wise choice. The wars are coming here. Ich habe halt nur leider kein Speicherhaus hier, ne? Das ist ein bisschen doof. Das ist jetzt einfach mal kurz. Ich würde mal kurz speichern gehen wollen. Ich glaube, da drüben ist eigentlich sogar der beste Ort für, ne? Da musst du Catalina hochfahren. Hier ist Brandenburg, ne? Oh Mann, ey. Was ist da drüben dann eigentlich? Das ist im Norden, oder was ist im Norden? Keine Ahnung, ist da drüben, ist da eine, keine Ahnung, Stralsund oder so. Rostock. Eigentlich kann ich mal kurz gucken mit dem Auto, ne? Jetzt habe ich wirklich noch die Fahrschulen, Fahrschulen und Rennen, ne? Wo ist denn das Speicherhaus? Remington. Auf dem Parkplatz in Unity Station. Okay, auf dem Parkplatz in Unity. Hallo! Kopf getötet, sehr gut. Warum habe ich noch einen Stern bekommen? Level schnell, die Waffe finde ich gut. Der hat den Kopf verloren da hinten. Das Schießstand plus hier, ne? Na, wo bist du? Schon Spaß, so, ne? Also bei den, wenn der nicht, oh Gott, 5 Sterne.
Sehr schön. Hätten wir das auch geklärt? Gut, was machen wir jetzt? Ja, wir fahren ja rüber nach Las Venturas, so. Weil hier halt auch irgendwie bei Mecken rumfahren kann. Mehr oder weniger. Wie sieht denn der aus nochmal? So ein Dreieckmuster. Große, fette. Ja, ne. Fahren wir mal rüber nach, dann Las Venturas wieder. Und machen einfach mal. Machen wir mal die Fahrschule, ne? Machen wir die Fahrschule. Red County, ja, hier kann das Auto rumfahren, lo. Das sind zwei Türer, ne? Ich guck mal kurz. Das sind zwei Türer. Und wirklich so ein prägnantes Dreieck halt auch so vorne auf der Motorhaube. Das ist ein Muttenmobil. Und lohnt sich auch die Waffen, ne? Gemacht zu haben. Macht den Schießstand einfacher. So, wo ist die Fahrschule? Da hinten links. Beim Stadion. Sind die ganzen Autorennen ist eigentlich Mission, reguläre Missionen eigentlich, die mir dann halt auch Ressourcenspeicherpunkte geben. Ja, wir machen die Fahrschule und fangen dann halt mit den Rennen an und machen halt so weit wie halt geht. Dann gucken wir am Ende der Folge auf jeden Fall nochmal die Statistik rein. Auch die Anzahl der Kills würde mich halt interessieren, ne? Also können wir auch natürlich auch mal hier in den großen Hangar gehen, ne? Weil ich jetzt auch erstmal 100% belohnt, weil wir jetzt gerade kommen wir eh nicht, ne? Aber wir sind auch erst eine 100% Belohnung, dass man da in diesen großen Hangar rein kann. Hier müssen wir Fahrschule. Hab ein bisschen Angst. Weil das könnte nochmal richtig ätzend werden. Alles klar. Arbeiten Sie hier? Ah, 306er, sollte erstmal kein Problem sein. Weil ich aber im Auto auch so ein bisschen gebraucht habe, um die richtige Endposition zu finden. Endrichtung. 75% ist es jetzt nicht so, ganz ehrlich. Dankeschön. Ja, das ist Fortfahren natürlich wiederholen, na gut. Das Prozedere kennen wir der 180er. Ja gut, das ist jetzt auch. Endrichtung. Was? Hä?
Oder ist hinten noch irgendwie was? Ich verstehe nicht so ganz. Was ist Sache? Habe ich es doch gemacht, oder bin ich da war noch zu weit weg gewesen, oder? Keine Ahnung. Ich muss beenden. Ne, war richtig, der Willi. Also Videos stoppe ich dann auch so ein bisschen, ne? Perfekt. Sprung und Stopp. Sehr gut, der Stoppi. Geht der Sprung und Stoppi, weil. Mach einen Stoppi neben Pylon. Ah, ich stoppe hier in dem Pylonenmarkierten Abschnitt. Beschleunige auf Höchstgeschwindigkeit, benutze links, um dich nach vorne zu lehnen. Lasse dann R2 los. Okay, okay. Und drücke kurz. Interessant. Alter, da muss wieder Gas geben, glaube ich. Auch keine Ahnung. Bisschen weird. Ich drücke da auch zu kurz, das weiß ich nicht. Boah, was ist denn das? Dankeschön. Sprung und Stoppi. Dankeschön. Okay. Weiß ich irgendwas machen mit Slalom oder so? Irgendwie so ein Willi-Slalom? Also keine Ahnung, war das komplett live so. Hey, aber gut, nehme ich mit, nehme ich mit. Dass es hier keine Vollgas in die Stadt gibt, verstehe ich das jetzt gar nicht so sehr. Aber bin ich froh, dass es das nicht gibt. Wo komme ich hier raus? Da hinten. Sollte nicht irgendwie Belohnung stehen. Nicht für mich. In GTA 4 wäre es gestorben, glaube ich gerade. Also ich bin gerade sehr erstaunt darüber, wie gut die Motorradfahrschule lief.
Ja, gut, ne? Ich kann hier durch. Denke ich, bringt mir das was? Ich will das zum Rennen, ne? Die Rennen fahren. Viele Stunden. Wer schafft mir sogar alle Rennen, ne? Ich meine, die San Fierro-Rennen, die habe ich auch schnell geschafft. Wir gucken mal. Ich glaube 20 Minuten vor 11, so wie angekündigt, nur dass ich so gegen 11 fertig bin, dann einkaufen gehe und dann mich um Unikram kümmere. Oh ja, ich genieße gerade noch so ein bisschen das Leben, so bis ich dann irgendwann nicht mehr Zeit habe für Zocken, weil ich arbeiten muss. Na, mal gucken. Ja, das ist einmal einfaches Rennen. Sag ich dann einfach mal. Einfach viermal um die Ecke rum. Um die Rundung rum. Eine große Runde. Aber es ist ein sinnvolles Rennen, so, ne? Wenn ich so die Map vor mir hätte und ein Rennen konstruieren müsste, das wäre doch das erste Rennen, das mir einfallen würde. Eigentlich können wir alle schaffen, ne? Wir müssen ja nicht pünktlich bei der Stunde aufhören. Was haben wir denn heute gemacht, Lo? Ja, die Trucker-Mission verkackt. Ja, ne. Da muss es auf jeden Fall noch ran, leider. Freundin. Ein Auto abgeliefert. Ja, Fahrstuhl und Rennen. Hab ich irgendwas vergessen? Ich denke, das ist ziemlich wenig, so, aber naja. Ist okay. Wir hätten auch viele Fahrtwege, so, ne? Ah, ja, natürlich. Ist, Schießstand, klar. Schön die Kurve hier nehmen, nicht geradeaus weiterfahren. Wo, warum war da eine Laterne? Ich verstehe, dass du einen Unfall gebaut hast. Vollgas durch die Stadt. Ja, dann die Autofahrschule, aber definitiv die schwierigste, lo. Weiß auch früher, wenn ich einen Stoppi mehr Probleme hatte, aber gut, da war ich jetzt ein bisschen, bin jetzt ein bisschen trainierter, ne? Nicht noch hin. Guck, die sind eh abgehängt, lo, die Penner. Die können mir nichts mehr. Vielleicht können die mir jetzt noch was. Schade, dass ich die automatische Schaufel nicht habe. Vielleicht könnte ich noch leveln, oder? Naja, lieber nicht. Ich gehe halt auch schön schnell mit der M4. Vor wenn ich jetzt sterbe, verliere ich die Waffen gar nicht mehr, ne? San Fierro to Los Venturas. Auch ein sinnvolles Rennen, ne? Vielleicht gibt es noch so eine San Andreas, gibt's nicht, aber so eine große San Andreas Tour wäre eigentlich auch. Oder gibt's das? Ich glaube nicht, ne? Ich bin schon wieder der Erste. Hallo Katie. Wo bitte nicht abbiegen, irgendjemand hier? Das ist jetzt sehr lebensgefährlich für uns beide. Ich glaube für euch mehr. TJ, der hält es ja so ein bisschen aus. Gott, es regnet. Und es ist Nacht. Ich sollte irgendwas nicht bei Nacht machen, meinte Tobi. Ah, Bürgerwehr, ne? Ja, habe ich über Nacht gemacht, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ne, weil die Tageszeit wendet sich auch. Dass ich daraus diesen Tunnel rausbekommen habe, ne, bin ich so froh drum. Ich hätte noch andere Traumata geweckt, wenn ich die Bürgerwehr dann nochmal nicht auf Level 12 geschafft hätte. Welcome to the jungle.
Na gut, ne? Plan für die nächste Folge, wenn ich mir das bis dahin merke. Hä? Bürger. Auto? Auto, Trucker-Mission. Sonst keine Ahnung. Gibt es da noch Nebenmissionen? Gibt es noch Nebenaktivitäten, die ich da machen kann? Muss ich mal drüber nachdenken, ne? Fahrschulen haben wir soweit. Fitnessstudio haben wir. Schießstand haben wir. Sammelaufgaben soweit, bis auf die einen, die wir noch nicht machen können, wollen, dürfen, sollen. Welcome to the jungle. Ist alles richtig. Ich hatte gerade Hilfe, aber nee, ist alles gut. Da muss jetzt dann schon die Ziellinie sein. Wobei, nee, noch nicht, aber danach. Also wirklich, wir haben doch keine Nebenmission mehr, oder? Ich weiß es gerade wirklich nicht so. Na okay, Autoliste, ne, hat man theoretisch noch. Die man dann vielleicht ein bisschen. Meistens dann könnte man wirklich eine nächste Folge machen und dann schalten dann die zweite Liste frei und dann ein paar Standorte kann man auf jeden Fall abklappern. Triathlon. Oh. Zum Friseur gehen könnte man. Damn Rider. Das wird ein Motorrad, ne? Das war es nur bei der Fahrschule, ne? DJ, fahr bitte. Aber ja, beim Motorrad-Skill sollte mir eigentlich dienlich sein. Wie alt ist denn das maximal cool? Völlig losgelöst von der Erde fliegt das Raumschiff. Völlig schwerelos. Jetzt wird doch gerade im Radio da gespielt, ne? Ich kann auch nicht dafür. Ne, bin ich trotzdem immer noch so ein bisschen unsicher, ne? Aber eigentlich, ne? Bin ich trotzdem ganz gut unterwegs, so. Muss ich schön abkürzen. Das ist nämlich gerade ein bisschen Antonio Project 8, so das zweite Level. Auf der PS2 zumindest. Über die PS3-Version reden wir nicht. Na genau, jetzt kommt hier diese Schlangenlinien, glaube ich. Und jetzt da hoch? Ne, okay. Ja, da kommen jetzt die Schlangenlinien, die ich auf der Map gesehen habe. Und da hinten kommen meine Gegner. Aber einfach nicht dumm sein, so. Die Gegner, die fahren auch scheiße. Gott, hör auf. Templer, lass das. Ich hab hier vielleicht noch irgendwie so ein Bobbycar-Rennen, glaube ich. Also so ein Bandit. Ich sollte vielleicht auch mit Driften, bremsen so, aber mit der R1. Aber ich mach's mal irgendwie mit L2. Ist wie die. Da oben ist das so ein Zielsymbol, seht ihr jetzt auch zum ersten Mal. Wie wenn Fahrradfahren die Vorderradbremse benutzen, das tut man halt einfach nicht. Eine Manga-Sammlung kippt unten drunter. So, was haben wir hier? Desert Twix, das müsste jetzt Banditenrennen sein. Ja, auch wieder Motorrad, ja. Ja, der gerade auch ganz gut funktioniert. Oh. Haben sie schon mal alle selbst ausgeschaltet, ist schon mal gut. Ah, den Typen, da muss ich noch bekommen. Welcome to the jungle!
Zumindest hat sich das wirklich ganz legal an die Straßenverkehrsordnung halten, abgesehen davon, dass sie in illegale Straßenrennen fahren, ne? Aber ansonsten halten sie sich an die Straßenverkehrsordnung. Ein Ohr juckt. Müssen aber links. Ne, noch nicht, okay. Hallo Barbara. Ich mache kein illegales Straßenrennen, alles gut. Welcome to the jungle. Da fehlen eigentlich nicht mal unsere Waffen, ne? Außerdem eine Mission nimmt das ihm ab. Gibt es noch eine Mission, die uns Waffen abnimmt? Vielleicht. Ba, 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 ba. Ja, Kommentar hört gerade auch wieder auf, ne? Merkt man. Jungle. Welcome to the jungle. Müssen wir jetzt aber gleich mal die Runde vorbei sein. Genau, ein bisschen spannender gemacht. Geht so, eigentlich, tatsächlich. Der Damm. Hookwain Dam, ah ne, warte. Falsches Spiel. Aber gleiches Universum. Erlaubt uns doch das Ziel so. Oder der Start, je nachdem. Oh! Das war's schon. Cool. Keine Meldung bekommen, aber ich glaube, das kriege ich erst, wenn ich die Flugrennen auch noch habe. Ich glaube, ich habe überall Platz 1, ne? Ja, gut. Schon eine Stunde, krass. Statistik. 25.000 Punkte. 68,45%. Krieg mal weitergeleitet die Info. Ja, gut. Und auch die abgesickte, die vollautomatische Schrotflinte, halbautomatisch. Vollautomatisch ist halbautomatisch wahrscheinlich eher, ne? Gut, ja. Gute Zeit, ne? Könnten wir mal die Trucker-Mission probieren? Ne, kein Bock. Ist das der Überfallwagen? Kann ich damit ausrauben? Boxe. Also dann halte ich gerade noch ein bisschen Ausschau nach dem Birmingham noch. Na gut. Wir fahren den Speichern, ne? Gib mir dein Auto. ZR 350. Die brauchen wir, glaube ich, auch mal auf einer Liste, aber ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, alles, was sie, denke ich mal, so sonst nicht füllen können, nächste Folge, mal füllen wir dann halt einfach mit den. Mit der Autoliste, so. Aber ja, so viel gibt's nicht mehr. Wir versuchen nochmal kurz. Mir einen Blick darüber zu verschaffen. Also, die letzte Trucker-Mission. Die muss man machen, ja. Sonst? Nix, ne? Was ist denn noch auf dem Wert? Flugrennen machen wir später. Hufeisen sammeln wir später. Autos? Überleg gerade. Gibt's da nichts? Muss ja. Werde ich dann ein bisschen nächstes Mal nochmal drüber nachgedacht haben, auf jeden Fall.
So. Einmal bitte. Hab ich ich habe in der Garage, sehr schön. Auf jeden Fall machen wir in der nächsten Folge Autoliste und die Trucker-Mission. Sonst nichts, ne? Ne. Ich habe die Rennen geschafft und so weiter. Das ist cool, das ist cool. Desert Twix. Also Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.